Ja, also herzlich willkommen zurück zu Two Point Campus. Wir haben Harry Potter Land abgeschlossen und gehen jetzt zu dem nächsten Gebiet über, das wir ja schon freischalten durften. Und es ist hier schon die nächste Sache zu sehen, gerade auch mit dem großen Telefon und was auch immer das sein möge. Aber vorher haben wir jetzt hier Sportswelt vor uns. Und hier wird hervorgehoben, develop the finest cheese sport team in the county and win the cheesy goblet. Sport holds a precious, almost vague place in my heart. Do I know much about it? Maybe not. But that doesn't stop me from holding it very dear. Yes, bats, rackets, and all those balls. There really is something for everyone when it comes to the proud tradition of sports in Two Point County. Und damit kommen wir zu unserem neuen Bereich Sport. Welcome to Fluffborough, the birthplace of cheeseball, Two Point County's favorite pastime. The sport has evolved in recent years, now favoring lighter, less edible materials, but the inaugural cheesy goblet winners have been left in the past, never repeating their former glory. Every year, cheeseball clubs from all over Two Point County compete for the cheesy goblet presented by Cheesy Gubbins, and one team is read on the crackers of history forever. So, whatever happened to the days of grassroots cheeseball, when the sport was played by teams with more cheese than sense? Those were simpler times, when a big pile of money guaranteed you would be better than the rest. Now you turn up and you would probably, or you have probably never even heard of cheeseball. Honestly, it's people like you who ruined the game for wealthy owners like me. There's still time to stop. Don't know where your class is. Is it really worth going? There's still time to stop. Don't play cheeseball. Trust me, you won't like it. Won't like it ist, denke ich, auch der ideale Stichpunkt, denn jedes Mal, wenn man ein neues Level startet und DJ Volume nicht auf einen höheren Wert als nichts gestellt hat, dann bekommt man kein Intro. Und wenn man logischerweise keine Subtitles hat, dann kriegt man auch keine Subtitles. It's boiling here. Our students are sure to get hot. Place down air conditioning to keep people cool on warm weather campuses. Okay, mit Antworten der genau gleiche Spaß wie im Hospital. Gut, wir haben 30 Punkte. Spend course points. Yes. Frag mich nicht. So, wir starten mit einem Cheeseball Field und einem Lecture Theater. Wir haben ein Lecture Theater, das auch in guter Qualität ist. Was ich auch interessant finde, dass man auf den ersten Blick nicht hier gleich einsehen kann, welches Level das Ganze hat. Level 6. Ich behaupte mal, das geht in Ordnung. Aber oh, das ist gerade so nicht passend. Will ich das da hinten hinstellen? Ist eine Logik, warum ich das da hinten und nicht da vorne hinstelle? Eigentlich nicht. Denke ich, stelle es aber doch so hin, genau. Das soll es für jetzt erstmal tun. So, bevor wir weitermachen, wir sollten vielleicht mal ganz kurz in Erfahrung bringen. Okay, the cheese ball field und dann the gym wird vermutlich dann für zweites Jahr notwendig. Library wird benötigt. Basketball hoop, was interessant ist für cheese ball Player. Climbing Walls, Static Bike, High Jump, Pull-Up Bar. Das klingt eher so für so einen allgemeinen Sportskurs und nicht halt für Quidditch Baseball? Quidditch Football? Irgend sowas in dem Dreh auf jeden Fall. Vor allem die Cheeseball Machine existiert dann auch noch. Exercise Bench. Okay. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz als erstes trotzdem. Das Gym ist theoretisch auch schon dort. Cheeseball Field braucht 35.000. 9x5, wo ich mich frage, ob das theoretisch sogar größer sein dürfte. So. Das ist 9. Das wäre 14. Okay. So, wir brauchen, ich behaupte mal, den Eingang. Das Spielfeld. Mhm. Dann stelle ich das ganz kurz, so weit es geht, in die Ecke. Das ist, glaube ich, auch ungefähr gleich, ja. So.
Da ist viel Deko mit dabei. The Duckout. Meine Duckout kostet nicht viel. Lass mal ruhig das machen. Oder würde man das hinstellen? Stellen wir das ruhig mal hier. Passend so nach unten. The Cheeseball Machine. Das gibt gleich 2% mehr Lernpower. Ich behaupte mal, das sollten wir haben. Ich denke, wir stellen das gleich ein paar Mal dorthin. So, der Witz ist jetzt natürlich, was ist das eigentlich? Ein Banner. Interessant. Meine Frage ist nur, wo kommen die hin? Weil auf den ersten Blick, muss ich echt zugeben, erinnert mich das eher so an die Rückseite von, vom Jassen 3DS oder der Switch. Also so einfach so wirklich ein Cover, was man hinten drauf hat, zum Schutz. Was aber nicht der Fall zu sein scheint. Ja, die große Frage ist, ich kann hier draußen das Ganze nicht abkühlen. Zumindest nicht von dem, was ich jetzt hier habe. Scoreboard. Hinterm Tor ist recht witzfrei, wenn wir ehrlich sind. Im Endeffekt müsste man eigentlich das Ganze bloß schon so stellen, dass die Leute, die draußen dran vorbeilaufen, das sehen könnten. Aber dann hätte man das theoretisch. Keine Ahnung, wo man die, wenn man das realistisch aufbauen würde. Deswegen hier so ein Cheeseball. Ich würde schon fragen, wie weit darf ich die denn? Ich darf die überraschend weit reinstellen. Weil das steht ja nämlich schon mehr oder weniger auf dem Spielfeld. Ah, gut. Kriege ich das hin, ungefähr auf der gleichen Ebene zu bauen? Ja. Great. Und Mülleimer. Einfach nur, damit ich Level 4 noch erreiche. Okay. Ich denke, es sollte klar sein, in der Zukunft brauchen wir davon noch mehr. Aber das Gute ist, wir starten immerhin gleich mit 2 Feldern. Also das könnten wir nur notfalls kopieren. Oh, jemand, der gleich mit einem extra Sache bekommt. Ja, von mir aus. Start Academic Year. No. Die Frage ist, habe ich was davon, irgendwas anderes hier noch reinzuwerfen? Meine Frage sollte auch sein, das ist nicht hier. 7000 ist nicht die Welt, wenn wir ehrlich sind. No. Ist nicht hier. Timetable. Okay, also wir haben Leute, die in der Lecture Hall sitzen. Es wäre cool, wenn man sagen könnte, man nutzt diese eine Lecture Hall, um nebenbei noch andere Leute auszubilden. Ah, das ist die Frage. Wenn man ganz bewusst was Simples nimmt. Mit anderen Worten, sowas wie General Knowledge, was nur ein Jahr. Ein Jahr für 4-5. Dann will ich nochmal ganz kurz gucken, was ist das? Kann man das hier irgendwo einsehen? Bin ich blind? 3 Jahre. Hart. Das überrascht mich so ein bisschen. Vor allem interessanterweise auch im zweiten Jahr haben die überhaupt keine Lecture Theater Sachen. Also richtig, Ding ist klar, den Preis wollen wir nicht spielen. Ich frage mich, was an der Sache schwer ist. The world of sports may seem like it's all about scoring those points and winning those trophies. Naturally, that's true, but it's also about self-discipline, physical well-being and amusingly named equipment. Ich würde gerne. Fies. Das ist 2 Jahre und gibt auch 7. Die sind vielleicht gar nicht dumm, aber dafür brauchen wir ein Computerlab und die Dinger sind schweineteuer. Das ist gefährlich. 2 Jahre 6. 2 Jahre für 7, 2. Also am idealsten wäre wirklich etwas, was auch wirklich nur einen Raum verlangt. Irgendwann guckt immer so ein kleines bisschen. Ja, die verbrauchen zu viel Platz. Die verbrauchen zu viel Platz. Ihr braucht gleich 3 von den Sachen. Ihr braucht nur einen weiteren. Das sind auch 3 Jahre. Das kostet eh 30, das heißt also, die Auswahl sind die 4 hier unten. Der wäre der einfachste von allen. Gerade vor allem, weil wir werden eh hier das brauchen, also die Library.
Problem ist, die brauchen davon relativ viel. Lasst mal erstmal das noch bauen, was wir jetzt brauchen. Und dann können wir immer noch mal überlegen. Wir brauchen die Library. Ich denke, das ist klar. Dann nehmen wir den großen Hoscher, wo wir einfach mal gucken werden. Student Launch habe ich hier gespeichert, richtig. Library brauche ich. Wie groß ist die Library? Leider ein Ticken zu groß. Und zwar sagenhaften einen Ticken zu groß. Ich kann die einfach dorthin stellen. Das sollte es auch tun. Es kostet einiges an Geld, aber wie immer, damit haben wir immer noch die Sicherheit, in der Zukunft auch andere Sachen damit abzudecken. So, wir brauchen. Was brauchen wir hier? Night School, General, Money, Dog, Money, Robotics, Gastronomie. Also das ist ein bisschen doof, das ist auf den ersten Blick schlichtweg überhaupt nicht zu erkennen. Brauchen die überhaupt was? Die brauchen die Library. Die haben eine Climbing Wall. Ist dann in dem Gym drin. The Academic Exercise Bookcase. Okay, also es gibt tatsächlich eins. Gucken wir mal, ob wir das sogar irgendwie schon freischalten können. Da war nämlich ein Lock mit drin. Yes. 6000. Meine Frage ist wirklich, ob man mehr von denen braucht. Denn wir haben so häufig beobachtet, wie die immer hier oben in die Ecke gegangen sind und sich da gehamstert haben. Ich kann mir ernsthaft überlegen, das weiter auseinanderzuziehen. Oder zumindest so zu machen, dass wir da den Bereich freilassen. Irgendwas. Oh, hier haben wir gleich die Möglichkeit, Aircon an die Wand zu setzen. Ich behaupte mal, das ist eine ganze Ecke besser als die Option, das irgendwo auf den Boden zu platzieren. Ah, das ist ja nicht ideal. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist immer so ein bisschen das Doofe. Gewisse Sachen können sich leider einfach nicht so. Da kann man die einfach irgendwo hinstellen, wo man denkt, das wäre in Ordnung. Übrigens nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Wir wissen, wir brauchen. Oh, wir brauchen. Oh, wir brauchen definitiv irgendwann. Deswegen Dormitory, Bathroom und Shower Room reicht ja mal so überhaupt nicht mehr. Wir brauchen definitiv eigentlich. Wo ist es? Hier, The Medical Office, Pastoral Support brauchen wir vermutlich auch irgendwann. Tuition brauchen wir ebenfalls. Das ist alles ein bisschen nervig. Frage ist, was stellen wir hier hin? Dormitory sollte hin. Die Frage ist nur, wie groß muss das tatsächlich sein? Ich denke, wir stellen den Eingang ganz bewusst hier unten hin. Dann können wir nämlich den Bereich hier noch besser nutzen. Für. Oh, wie immer zwei bitte davon. Von mir aus könnt ihr auch ein bisschen Platz dabei haben. Und. Bin ich schon vorbei? Da. So. Wie immer. Ist eigentlich Wurst, wo die Dinger stehen, solange sie da stehen. Wie viel Platz das Bett verbraucht. Ja, und ich bleibe auch dabei, dass es nicht so wichtig ist, überhaupt ein Dormitory zu haben. In den meisten Fällen schlafen die da eh nur in kurzen Momenten drin. Das passt da wirklich nicht mehr hin. Tatsächlich. Aber richtig, da definitiv noch Platz zu haben für andere Sachen. Ich würde mal sagen, den Rest lassen wir erstmal. Ach nee, wir müssen ja eh immer trotzdem jetzt gucken. Ja, ich muss es erst vervollständigen, um dann sehen zu können. Ja, das soll es grob tun. Richtig, dann müssen wir das auch hier jetzt noch installieren. Ja, sehr gut. Lustigerweise zählt das nur für innen. Die Logik gibt sich mir jetzt nicht so hundertprozentig, aber okay. Wir wissen, Bathroom ist wichtiger als Shower. Wir können das vor allem gut aufteilen. Sogar relativ fair.
Ja, sorry, da kommen wir nicht dran vorbei. Wir haben nämlich das Geld. Die Frage ist, soll da noch mehr hin? Denn ab einem gewissen Punkt würde ich mal behaupten, brauchen wir nicht so viele Möglichkeiten, uns die Hände zu waschen. Ich mache mal ganz kurz wie immer fertig. Dann sage ich für Hygiene, machen wir ruhig mal zwei hier hin. Und ja, wir nutzen die großen Dinger hier. Und damit ist der Raum eigentlich schon fast gekühlt. Gut. Nächste Sache. Shower Room. Erwäng Overkill. Aber wenn wir hier sechs von denen haben, dann behaupte ich mal, das ist genug. Ernsthaft, hier ist so viel Platz. Never mind. Okay. Ihr geht auf die Seite gemeinsam, damit ich den da hier schön platzieren kann. Das ist natürlich das Problem. Es kann nur eine Sache an der Wand und das Ding ist relativ groß. Okay, das sieht für den Anfang schon mal ordentlich aus. Jetzt haben wir nicht mehr viel Geld. Müssen denen aber trotzdem eigentlich eine Student Lounge anbieten. Gucken wir mal, wie groß das Ding vom Kostenpunkt wird. Oh, bin noch nicht fertig. Hier ist nämlich dann verschwendeter Platz. Ja, das geht in Ordnung. Schmeißen wir den ganz bewusst auf die andere Ecke, damit sie sich da nicht alle knüppeln. Also die Türen würden vermutlich eh nicht so funktionieren. Oh, das ist ein Monstrum. Hätte vielleicht gucken können, was die Student Lounge ist. Weißt du was? Machen wir das mal ganz kurz. Wir wissen ja, was wir machen. Was ist denn die Student Lounge, die ich hier habe? Die ist eigentlich mehr als in Ordnung. Wir da vielleicht noch überlegen, die Tür einfach nur woanders hin zu platzieren. Was ist hier im Weg? Hier sind Bilder im Weg. Immer kurz so frei. Dann sieht das besser in der Hinsicht aus. Und wenn wir jetzt noch sagen, Air Conditioning a go, dann würde das auch in Ordnung gehen. Klar, man könnte das dann noch auffüllen. Meine Frage ist natürlich, sagen wir mal, wir stellen Air Conditioning jetzt da hinten hin. Es würde wirklich nur. Ja. Ich stelle es mal ganz kurz hier hin. Und wir machen den Raum dann wirklich einfach noch größer. Einfach das für die Zukunft noch ausnutzen. Ja, weg damit. Da jetzt aber zu sagen, wir setzen da noch eine zweite Couch hin. Das Ding ist dort, da müssen wir gleich mal gucken, ob das reicht. Man könnte überlegen, ob man hier noch irgendwas anderes hinpflanzt. Aber im Großen und Ganzen, die Dinger stellen wir draußen hin. Von mir aus können wir einen von denen hier noch hinstellen. Auch wenn die relativ teuer sind, aber dann haben die hier drin. Oh, da ist schon einer. Aha. Noch nicht Large Window. Was fehlt denn? Yes. Die Frage ist nur. Oh wow, wir könnten das Ding gleich nochmal upgraden. Ich habe immer nur Angst, wenn ich das mache, was dann kommt, weil es auf den ersten Blick nicht offensichtlich ist. Brauchen die dann gleich ein zweites Feld, weil dann auf einmal zu viele Leute da sind, ein zweites Theater. Das wäre natürlich gefährlich. Was wollte ich jetzt gucken? Ich wollte gucken, was für eine Art von Student hier auftaucht. Die Frage ist zum Beispiel auch hier wieder. Yikes, okay. Ja, zurück zu Standard. Ja, das bringt das alles nur runter. Also, perfekt kriege ich das so oder so leider nicht hin. Okay, ich bräuchte einen weiteren Raum. Nee, ich brauche einen weiteren Teacher. Teacher und das ist Raum, richtig. Ist das in Ordnung? Die Frage ist, 25 Studenten? Ich probiere es einfach mal. Dann noch einen zweiten Lehrer hinterher. Announcement. You can't work in the student lounge. It's just not possible.
So, wir müssen jetzt leider ganz kurz auch noch warten, bis hier die Tage wieder ablaufen. Denn wir brauchen hier den Damm, ideal. Und ich stelle auch für dich jetzt hier schon gleich von Anfang an ein. Du bleibst mal bitte in der Library. Ja. Und bei dir, denke ich, stelle ich die beiden aus. Oh, gleich Level 3. Der ist natürlich nicht verkehrt. Da könnte man mit dem sogar tatsächlich überlegen, ob es clever wäre, den irgendwann in Private Tuition reinzuwerfen. Aber für jetzt, erzähl mir mal eine Student, eine... Moment, genau, nicht Student, wir suchen Staff Room. Und den ganz billig einfach hier so. Das ist zu klein. Das kann ich den nicht antun. Ich denke, das ist halbwegs fair. Normalerweise haben die da auch überhaupt keine Voraussetzungen. Vielleicht nachvollziehbar ist, weil direkt ist da nichts, aber trotzdem. Meine Frage ist, gibt es hier irgendwas, was wir ernsthaft brauchen, außer den Spaß? Das Zeug ist mir gerade ein Ticken zu teuer. Da passt leider auch nur einer von denen hin. Gut, damit haben die schon mal ihr Essen, das sie nur verzeihbar holen können. Da hängen wir das hin. Die andere Seite ist noch komplett frei. Ich gehe mal wirklich einfach erstmal nur hin und gebe den Sitzmöglichkeiten. Wir hätten das erstmal noch relativ simpel. Irgendwie so. Und dann, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Und sagen wir, das Ding ist immerhin schon Level 5. Ist immerhin etwas. Okay, das ist leider noch nicht genug. Tada! Okay, billig, noch nicht viel los. Funktioniert aber. Was aber bisher vermutlich noch nicht ganz funktioniert, ist das hier mit der Wärme. Ja, die Dinger decken nicht allzu viel ab, wenn wir ehrlich sind. Da muss man schon fast ein bisschen um sich werfen. Um wirklich einen Erfolg zu sehen. Hier da hinten sollte eigentlich noch keiner hingehen, aber gut. So. 16.000 ist nicht mehr allzu viel, aber ich hoffe mir, dass es erstmal für jetzt reicht. If we're going to compete with the county's cheeseboarding elite, we will need to invest in the campus and its academic exercise course. In both our facilities to support our students' cheeseboarding aspirations, remember, there is no I in cheese, it's mostly just milk. Yeah, sure. Jumbo Mega Corp would be delighted to compete in your first cheeseboard match. Don't worry, we won't go easy on you just because we are friends. Thanks. Of course, it would be a real shame if you lost so badly that you never play again. Just remember, for people like you, it's the taking part than giving up that counts. Thanks. Try scheduling a cheeseboard match in the cheeseball field. Ernsthaft, welche ist er von Anfang an, ohne bevor überhaupt was gemacht haben? Against the Jumbo Mega Team. Play against them. Okay, create a new event. Jumbo Mega Team. Es kostet uns auch noch Geld. Okay, es passiert irgendwann. Alles klar. So, wir warten mal wieder. Es heißt nämlich, jetzt sind 25 Studenten dabei, ne? 20? Gib dir noch ein paar Sekunden, denn dann springe ich rüber und benenne die wie gewohnt um. Okay, also 15 Tage hattet ihr Zeit, jetzt hier aufzutauchen. Ich behaupte mal, ihr seid alle dort. Ich habe unsere Leute umbenannt. Man wird vielleicht relativ schnell sehen, ein paar Sachen sehen etwas anders aus, als ihr es vor ein paar Sekunden erleben durftet. Und zwar, der Witz ist relativ simpel. Ich habe das Level nochmal neu starten dürfen, denn ich habe vergessen, die Aufnahme wieder zu starten und dementsprechend das erste Jahr hatte ich jetzt schon abgeschlossen gehabt.
Und das Spiel speichert logischerweise automatisch. Man kann nicht manuelle Saves anlegen. Das heißt also, ich habe das alles rausgeworfen, denn ich will logischerweise euch das richtig präsentieren, obwohl ich auch hier jetzt schon wieder vermutlich gewisse Sachen vorhersehen kann. Ja, no, interessanterweise nicht. Okay. Also, die Lehre, die wir vorher hatten, werden jetzt nicht mehr zu 100% stimmen. Ich weiß nicht, hatten wir hier draußen schon was gemacht gehabt? Ich will auf jeden Fall so ein paar Sachen einstellen. Und zwar, wir wollen gleich wieder mit Clubs starten. Und zwar Speedwalking hätte ich ganz gerne. Und den Bookstand oder den Book Club. Und dann werden wir hingehen, werden denen noch so ein paar Bänke schenken. Welchen vorne und hinten ist eine Logik? Ich hoffe mal, das ist so richtig. Dann können sie sich dort hinsetzen. Hooray! Und dann haben sie sogar die Möglichkeit, hier hinten entweder im Schatten oder, wenn sie es eher heißer mögen, hier auf der anderen Seite ihre Romanzen zu starten. So, ebenfalls, ich muss hier noch so ein paar Sachen einstellen. Ich kann schon mal sagen, das, was noch kommen wird, ist durchaus interessant. So, genau. Ja, hier fehlen jetzt noch ein paar Sachen richtig. Sorry, das muss ich kurz nachholen. Und zwar, uns fehlt hier noch die Klimaanlagen für hier draußen. Ah, richtig. Ich hatte jetzt hier schon herumgeplänkelt gehabt, wo ich nicht wusste, wo das ganze Zeug überall hin soll. Aber für jetzt kriegen wir das vielleicht besser hin. Ja, das soll ich jetzt mal tun. Da hinten werden dann demnächst noch Sachen hinkommen. Aber für jetzt müssen wir mal ganz kurz abwarten, bis wir wieder ein bisschen Geld bekommen haben. Die laufen zum Teil so ulkig. Aber das sind die Jocks. Die Sportler. Ja, oh, und die laufen auch gleich hier. Oh, schade. Zum Feld hin. Und dann können wir gleich mal gucken, wie Chase Ball tatsächlich funktioniert. Nice. So, es wird nach... Ah ja, richtig. Speedwalking Sign wird gefragt. Das machen wir relativ clever. Von mir aus können wir das hier so an den Eingang stellen. Und dann für den Club hier, den Bookworm, den stellen wir mal ganz bewusst genau hier daneben, in die da eh später rein müssen. Wir haben noch keinen Bonus gemacht, aber wir machen Plus. Das geht in Ordnung. Es ist aber wichtig, dass wir auch nochmal ganz kurz hier gucken, nochmal einen Janitor einzustellen. Auf jeden Fall. Cheeseball. Wir haben Käse in der Hand. Wir sehen an den Kreisen, diesen Bereich dürfen die Spieler nicht verlassen. Da wird es wirklich ein Käse in diesen, etwas gesagt, Hammer reinzuwerfen. Von dem, was ich jetzt bisher sehen durfte, die machen hier zwar Hackmeck, aber wirklich versuchen das abzuwehren. Oh, im Hintergrund wird da draus sogar tatsächlich, ha, das habe ich bisher auch nicht gesehen, tatsächlich der Käse weiterverarbeitet. Das ist natürlich ulkig. Aber im Endeffekt hier, Como steht da drin. Im Endeffekt ist es also wirklich ein bisschen mit Baseball zu vergleichen, dass es mehr oder weniger ein 1 gegen 1 am Ende ist. Ansonsten, wir haben niemanden, der hier ist. Warum? Überrascht mich eigentlich schon eher. Ja, auf jeden Fall, ich habe natürlich hier dieses Match schon wieder eingestellt. Ich glaube also, die meisten Sachen stimmen jetzt ungefähr wieder hier. Den Rest werden wir dann später noch gemeinsam machen dürfen. Und zwar eine der Sachen, die ich relativ zügig schon gemacht hatte. Aber mal ganz kurz sicher aber zeigen, falls ich es nicht gemacht habe. Wie gesagt, da ist jetzt ein bisschen doof. Next year wissen wir definitiv, wir brauchen ein zweites Cheesefield und einen Gym. Und dieses Gym hatte ich sogar ein bisschen frühzeitiger gebaut gehabt. Aber ein paar Leuten gefällt das logischerweise vorzeitig, dass sie irgendwelche Sachen finden könnten. Aber so wichtig ist es dann auch nicht. Warum sind hier so wenig Leute nur? Habe ich nicht ganz verstanden. Denn normalerweise, ich denke, ist klar, drei auf jeder Seite. Warum aber hier jetzt nur weniger Leute unterwegs waren, ist noch nicht ganz offensichtlich. So, nochmal 10.000 oben drauf, das ist wichtig, möglichst viel Geld zu sammeln, so doof es klingt. Denn wir werden noch einiges brauchen. Und das ist dann halt so ein bisschen die große Frage. Ich habe es versucht, ursprünglich, hatte ich versucht, alles in das erste Jahr so gut es geht reinzupressen. Aber im Nachhinein, vielleicht geht es in Ordnung, das eher auf
mehr zu verteilen. Are you going? Fresh air einfach nur. Enjoying the great outdoors. Wir haben auf jeden Fall aufgepasst, dass die Trinken haben. Die könnten theoretisch vielleicht noch ein paar Bänke bekommen. Also wichtig, es gibt ja auch welche, die nur indoor sind. An denen die Möglichkeit gibt, sich hier hinsetzen zu können, Freundschaften zu schließen, etc. Auch wenn sie das theoretisch auch stehend hinbekommen. Taking part in the book club. Oh, hier fehlen noch die Temperaturen, richtig. Wie gesagt, so ein paar Sachen hatte ich extra gespeichert gehabt, um sie schneller jetzt hier wieder hinbauen zu können. Aber andere Sachen hatte ich natürlich jetzt erstmal nur hingeploppt. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Ja, ich glaube, das war ungefähr so. Hier habe ich das gemacht, da hatte ich es gemacht, die hatte ich so gespeichert gehabt. Und die anderen Gebäude, die wir später auch noch brauchen. Muss auf Klo. Oh, muss tatsächlich auf Klo. Ich finde es interessant, dass man hier theoretisch Assistenten haben kann. Tja, aber es ist nicht dringend notwendig. Wieder nur 5. Ich meine, wir haben hier hinten jemanden, der zuguckt. Auf jeden Fall, wir warten jetzt natürlich so ein bisschen auf dieses eine Match hier. Wenn dieses Match startet... Oh, hier haben wir gleich ein paar Turteltäubchen. Achso, hatte ich eigentlich eingestellt... Ich habe es eigentlich gesehen gehabt. Nee. Ja, hatten wir richtig. Damit wir sehen, wo unsere Lieblinge sind. So. Wir kriegen hervorgehoben, die Leute gehen da jetzt hin, um zuzugucken. Nice. Geld können wir mal gebrauchen. Ja, auf jeden Fall unser großes erstes Spiel in 12 Tagen. Okay. Ich würde mal so fragen, ich mache mal ganz kurz ein kleines bisschen schneller. Ich würde doch sagen, unser Team ist bereit dafür. Man sieht, wir haben gut trainiert. Und da kommen sie auch schon. Uh-oh. Level 17. Level 15. Und irgendeinen habe ich vermutlich noch nicht angeklickt. Okay, 2 15er, 1 17er. So, wer tritt denn hier an? Wir haben Cheese Korsnau, wir haben Murdoch, Level 5. Wir haben Night Booster Level 5 sowie Weißbrot Level 5. Die Gegner dürfen beginnen. Sie haben jeweils 3 Versuche. Sehr gut ausgewichen, Weißbrot. Tor ist in der Mitte. So, als nächstes. Murdoch. Meine Werte. Am Herzinfarkt gestorben wäre er reingegangen. Eventuell. Wenn er nicht so gefallen wäre, dass er das Ding abgekommen hätte. Wow. Das war eine beeindruckende Kurve. Ja, ich frage mich, wenn man diesen Sport in Wirklichkeit hätte. Mal abgesehen davon, dass es halt Käse ist und nicht eine Frisbee oder ähnliches. Oh great, Weißbrot hat sich verletzt. Und das ist dann jetzt auch einer der Punkte, wo ich mal ganz kurz so frei bin, das anhalte. Und wer keine Spoiler sehen möchte, muss jetzt ganz kurz die Augen zumachen. Wir haben den Medical Office, hatte ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Ich tue es auch genau dorthin, wo ich es beim letzten Mal hatte. Und hey, es wartet sogar jemand auf uns, der dahin will. Sehr schön. Du logischerweise gehst nirgendwo anders hin. Denn wir werden immer Situationen haben, wo jemand verletzt ist. Auf jeden Fall, ey, man kann so ein bisschen von mir aus mit Sportsfilmen vergleichen. Wow, der hat den Bereich verlassen. Mit Sportsfilmen vergleichen, das am Anfang natürlich gleich gegen ein Team antrifft, das viel zu stark ist. Der finale Boss. Ja, ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass wir das nicht gewinnen werden. Oh no, we lost. Jedenfalls bin ich mir nicht sicher, ob diese Spiele, die sie hier betreiben, an denen sie teilnehmen, ob die ansatzweise den XP gibt. Weil das wäre meines Erachtens schon leicht dumm. Ja, wir haben auf jeden Fall verloren. Und mit dieser Niederlage. Oh, wir haben gesehen, die haben Level-Ups bekommen. Das ist natürlich wiederum cool. Okay, also es geht in Ordnung. Haben wir auf jeden Fall jetzt hier, wie lost our Cheeseball Match.
Und you call that a cheese ball team? How very embarrassing. They made the substantious art of cheese flinging look strange, unnatural, and dairy-free. You will never sniff the sweet stench of the cheesy goblet with players like that, never. Yeah. So einfach ist es nicht. It was a tale of two halves in your first cheese ball match. Unfortunately, both of them were a total disaster. Attract better students' applications by promoting our academic exercise course with a marketing campaign. So, auch hier. Genau, wir haben jetzt den ersten Stern hier. Nehmen wir mal freigeschalten. Wir können sehen, was wir machen dürfen. Eine Marketingkampagne. A great academic exercise private tuition session. Wir müssen also wieder mal ein Tuition Room bauen. Und am Ende müssen wir die Hawksport Podhawks in Cheeseball besiegen. Also wir haben hier wirklich mehrere Teams, die wir herausfordern und logischerweise am Ende besiegen müssen, bevor wir dann überhaupt wieder zu Mega Jumbo Sport übergehen dürfen. So, wir haben auf jeden Fall die Ehre, einen Marketingbereich zu bauen. Und ich denke, man sieht vielleicht schon relativ zügig, wir haben nicht allzu viel Platz. Der Marketingraum 3x3 in Größe. Ich bin mal ganz kurz so frei. Ich habe das schon vorbereitet. Da ist wirklich nicht viel Interessantes dabei. Und dementsprechend, wir haben den einfach mal. Und ich versuche den mal so weit es geht nach oben zu verschieben. Oder wieder unten. Ich weiß nicht so richtig, wo das alles jeweils immer hin soll. Ja, so ein paar Sachen sind jetzt definitiv anders gebaut als damals. Man könnte überlegen, das Ding hier hinzuschieben, wäre die Tür vielleicht andersfertig platziert. Ich stelle es mal ganz kurz hier hin. Vielleicht kann man das wirklich cleverer machen. So, da ist bereits einer drin. Dann haben wir den einfach mal fertig. Der andere ist jetzt dafür gelöscht worden scheinbar. Also dann müssen wir gleich nochmal hier einkopieren, ja, damit es da hinten nicht so warm ist. Warum ist hier eigentlich so aggressiv warm? Jetzt ist da schon wieder zu kalt. Besser. Okay, auf jeden Fall, wir haben jetzt einen Marketingbereich. Der Marketingbereich braucht zwei Sachen, den Tisch und den Tisch. Und mehr nicht. Den Rest, den ich hier hinzugefügt habe, habe ich wirklich nur hinzugefügt, damit er wenigstens Level 2 hat. Alles andere ist egal. Es gibt keine Pluspunkte, kein gar nichts in der Hinsicht. Ich denke, es sollte klar sein, wir brauchen mal wieder irgendeinen Heinzo hier, der speziell da drin arbeiten darf. Und auch hier logischerweise. Wir werden sagen, der darf nicht alles machen, aber er darf wenigstens bei Club Recruitment mit aushelfen. Denn man kann jetzt hier sagen, zwei Sachen theoretisch, wo ich mich frage, was brauche ich für den anderen? Ein Greenscreen. Ah, interessant. Also es gibt tatsächlich noch mehr Sachen. Aber wir sagen, convince people of their own, potentially non-existent, athletic ability by putting overly congratulatory poses at the top of a relatively short set of stairs. Wow, nice one, Champ. Auf jeden Fall, man sieht, bis zu 20 Leute können da scheinbar dran teilnehmen. Fragezeichen. Wir haben 120 Tage, wie das Ganze dauert und es kostet 5000. Man könnte das wiederholend sagen. Wir haben aber nicht unendlich viel Geld. Oh, ein A schon erreicht, sehr schön. Auf jeden Fall, der Kollege fängt jetzt hier nebenbei an. Wir haben auch das schon gebaut, das ist schick. Die Sache wird nur sein, vielleicht bin ich clever und spare mir einfach aktuell erstmal das Geld. Wir werden nämlich, okay, wir bekommen Geld, ja, Geld ist gut. Wir wollen nämlich gleich hingehen und das wird jetzt nämlich etwas anders sein, als ich es damals gehabt hatte, was ihr nicht miterlebt habt. Wir wollen bereits das nächste Event starten. Und das ist wichtig. Wir haben ja die Hogsports, Pogsports da gesehen gehabt. Aber sind nicht das erste Team, sondern das zweite. Wir müssen erst die Smokelay Salamanders besiegen. Und da ist wichtig, wir brauchen Level 5. Und für die brauchen wir Level 8. So. Wir wollen mal gucken. Das kostet 1000. Das kostet 2000, 3000, 4000 und 5000. Kostet aber auch schon Level 17. Also, oder wir brauchen Level 17. So, ich will mal gleich gucken. Das ist nämlich das Problem. Okay. Mein Problem war nämlich, ich habe das Ganze erst ein bisschen später versucht anzusetzen. Und ich hatte halt keinen Platz. Und dementsprechend, vielleicht machen wir das einfach so, dass wir erstmal dieses eine Team jetzt hier besiegen. Und dann nächstes Jahr, nope, ist schon in Ordnung, wenn wir dann ein bisschen mehr Geld wieder haben,
Und dann auch, und ich glaube, das war ja so der Fall, wir brauchen, glaube ich, nächstes Jahr ein zweites Feld, dass wir dann gleich am Anfang irgendwie die herausfordern oder ähnliches. Ich hoffe mir einfach mal, dass die Studenten, die wir hier haben, in der Lage dazu sind, tatsächlich wenigstens Level 5 zu erreichen. Aber wir haben immerhin schon so ein paar Leute dabei gehabt, die ja relativ gut waren. Wow, Level 7. Aber man sieht, da ist ein Sprung. Da ist ein Sprung zwischen 4 A's, 1 B und dann eine Latte von C's. Yikes. Und wie immer, interessant ist, welche gibt, die noch überhaupt keine Note haben. Wir sind das halbe Jahr durch. Frag mich nicht. Auf jeden Fall, wir hatten hier noch eine weitere Herausforderung, 5 Räume auf Level 5 zu bringen. Da ich das hier natürlich schon gespeichert habe, nachdem ich das Ganze geschafft hatte, haben wir das jetzt auch hier schon wieder ohne Probleme hinbekommen, aber ich denke, ist klar. Das hätten wir so oder so schnell hinbekommen, indem wir einfach Sachen zu kleistern. Nice, sehr schön. Ich bin weiterhin mir nicht sicher, was Bonus-XP tatsächlich beinhaltet, aber es gibt mir ja Geld. Einzige, was ich bisher erleben durfte, als ich dann später zu den Matches übergegangen bin, dass während den Matches ein Monat endete, weniger Bonus-XP ausgetragen worden ist oder ausgegeben. Warum, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, ich will mal ganz kurz gucken, denn wir werden vermutlich extra Geld brauchen. Okay, also wir könnten tatsächlich sogar hingehen und bereits diesen jetzt hier aufnehmen. Weil ich behaupte einfach mal, wir brauchen mehr Platz. Wie genau? Oh, der schreit schon nach dem Gym. Ich habe auch hier das Gym theoretisch schon vorbereitet. Das Problem wird nur sein, so wie das jetzt steht, wird das Gym da nicht hinpassen. Vielleicht baue ich das Gym einfach nochmal neu mit euch gemeinsam. Denn das Gym ist ein bisschen interessanter. Vor allem, was heißt das mit 5000? I don't know. So, wir brauchen theoretisch nur 4x3. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, das ist niemals genug. Dementsprechend, ich versuche das Ganze schon so clever es geht auszubauen. Gott, sieht das scheiße aus. Genau. Kann ich das bitte ausnehmen? Werf es einfach mal dahin. Ja, ich denke, ich werde einfach so viel Platz nutzen wie möglich. Okay, wir brauchen Türen. Ja, von mir aus. Wir brauchen einen Basketballkorb, was ich sehr interessant finde, wenn man überlegt, was für einen Sport wir bisher betreiben. Und dann können wir den Rest lustig füllen. Wir haben hier Bänke. Ich glaube, die sind sogar relativ wichtig. Die geben Healthiness. Und die Frage, ich habe ursprünglich relativ viele hier ganz bewusst so hingesetzt gehabt. Aber ich behaupte mal, das ist gar nicht so notwendig. Aber man würde denken, so eine Sportturnhalle, Möglichkeiten haben, sich hinzusetzen, ist gar nicht verkehrt. So, wir haben Bikes. Warum immer sich das erste immer dreht. 3 von denen zu haben, ist nicht verkehrt. Die Möglichkeit zu haben, ein paar Gewichte zu heben. Kriege ich da gleich irgendwie vielleicht noch einen zweiten hin? Ja, so ein bisschen zentraler, theoretisch. Gut, aber das Wichtige ist, oh, wir könnten das Ding hier noch kaufen und gleich bauen. Und das ist wichtig, ich glaube, ich hatte bei Weitem weniger Kudosch. Das lag natürlich auch daran, dass ich so ein paar Belohnungen am Ende dann freigeschalten hatte. Das Problem ist an diesem Raum, um mir das jetzt nochmal zu zeigen, was ich meinte. Das Problem ist, hier kommt noch einiges hinzu. Und einiges davon gibt sogar noch ein paar extra Sachen. Wunderweise die alle nicht. Learning. Learning plus 4% plus 3%. Also hier muss man eigentlich schon fast überlegen, wenn man ein neues Gebäude baut, dass man das nicht als reines Gym nutzt. Um das einfach affenartig groß zu machen. Erlaube ich mir das zu kaufen? No, ich kann es mir eigentlich nicht erlauben. Vor allem die Bench kostet 1500. Was zum Kuckuck ist das für eine Bench? Achso, ist eine andere als die vor allem. Exercise in Gym Bench. Catch a break. Ganz ehrlich zugeben, wenn ich es jetzt kann, würde ich sogar fast das erstmal auf 4 belassen wollen. Beziehungsweise wir machen logischerweise noch das Mindeste hier. Damit haben wir das hier. Und ich brauche nochmal einen hier extra, weil da hinten ist das jetzt ja flöten gegangen. Ob das ist. Oh, ist das der? Oh, die haben alle keine.
Warum habt ihr keine? Doch, ihr habt welche. Wieso ist es dann trotzdem warm? Das Ding, das sind so kleine Räume. How in the world? I don't know. Dann gehst du da hinten in die Ecke hin. Soll mir recht sein. Okay, also wir haben das jetzt nochmal extra gebaut. Wie gesagt, so wirklich nützlich ist es nicht, aber jemand hat danach geschrien. Also soll das vielleicht für jetzt es erstmal tun. Was aber jetzt noch nicht in Ordnung geht, sehe ich jetzt auch gerade. Wir brauchen tatsächlich hier diesen extra Raum. Und ich hatte das Problem. Kann ich den hier? Könnte den dahin platzen. Deswegen, man lernt immer so ein paar neue Sachen, wo man doch nochmal was platzieren kann. Ist das besser? Ich glaube, das ist besser als das, was ich vorher hatte. Schön, wie das da halb verdeckt ist. So, wir müssen aber jetzt trotzdem ganz kurz nochmal ein paar Bänke hinstellen, denn Leute werden sich da bestimmt halt wartend hinsetzen. Das funktioniert gut. So, das Problem ist nur, das hatte ich nämlich auch beim letzten Mal, ich krieg keinen Lehrer, der das tatsächliche übernehmen möchte. Wenn man sich vorstellen kann, die können das zwar auch so machen, aber jemanden noch dazu zu bekommen, wäre schon sehr hilfreich mit dem Extra-Skill. Deswegen, ich warte jetzt ganz bewusst noch den... Wir hätten noch mal einen Level-3-Lehrer. Ich glaube, wir hatten ursprünglich einen Level-3- und einen Level-1-Lehrer eingestellt. Und ich bin dann hingegangen, hatte den Level-1-Lehrer hier reingeschickt und zwei Level-3-Lehrer draußen gelassen, in der Hoffnung, dass die schneller lernen. Ist es das notwendig? Ja. Ich denke, das sollte man tatsächlich auch hier wieder zu verfolgen. Ich warte nur ganz kurz darauf, genau, dass du jetzt hier fertig bist. Irgendein Grund seid ihr auf einmal nicht fertig. Ach so, weil jetzt das Match stattfindet, oder? Das sind nämlich die Gegner. Level 2 ist ja niedlich. Die sind auf dem gleichen Niveau wie wir. Okay. Das ist ein wichtiges Spiel. Gucken wir mal, wie das abläuft. Genau. Die Studenten gehen hin, um zuzugucken. Erster Versuch und der wird immer gespoilert am Anfang schon. Oh, wow. Der wurde so, wow, wie auch immer Corporal Noobs es geschafft hat, den zu blocken. Aber Level 8 schon. Weißbrot Level 7, Murdoch Level 7, 6. Okay, also sehr wilde Gruppe, aber wir sollten das schaffen. Hooray, schön dem Ding ausgewichen. Aha, B+. Yeah. Ja, und das denke ich... Oh, jetzt brauchen wir auch hier schon Pastoral Care. Ja, sofort kümmern wir uns gleich drum. Also ich denke, man sieht schon, das Problem ist, wir brauchen sehr viele Gebäude. Eigentlich schon fast jetzt mittlerweile Standard. Und wir sehen, wir machen auch nicht unbedingt viel Umsatz. Also, hier einfach mal was zu machen, ist kaum möglich. Deswegen bin ich schon immer an Überlegen gewesen, ob man da nicht jetzt einen Kredit aufnehmen muss. Oh, was ist dein Problem? Wunderbar. Okay, das kommt aus nirgendwo auf einmal. Ja, auf jeden Fall, das Wichtige ist bei diesen Matches, solange man, wie in der Vergangenheit mit den Kochwettbewerben, solange man das Level hat, gewinnt man. Da ist also leider nicht allzu viel. So viel wo? Das ist natürlich nochmal Geld gewesen, aber... Okay. Solange das dir gefällt und helfen kann. So, uns fehlt hier jetzt ein Lehrer. Du bist der Level 1 Lehrer. Nee, du kannst da jetzt hin. Oh, wow. Wenn man alles ausmacht, wird alles andere wieder angemacht. Nachvollziehbar. Okay, gut. Du könntest jetzt da aushelfen. Ich muss zugeben, ich bin mir noch nicht sicher, was zum Kuckuck das tatsächlich tut. Congrats on a rare win, but you know what they say about one bad team beating another. No one cares. Ja, auf jeden Fall, wir müssen ganz kurz den nächsten Raum bauen. Den kennt ihr ja auch schon. Das Wichtige ist, dass ich... Bin ich gespeichert? Am I blind? Könnte sein, dass ich den nicht gespeichert habe. Okay, dann lass uns das Ding nochmal neu bauen. Pastoral Care. 3x3. Bisschen nervig von der Größe, aber es passt hier immer noch rein. So, wir brauchen auf jeden Fall hier all das hilfreiche Zeug. Und es sind, glaube ich, auch nur die beiden Sachen, die wir tatsächlich brauchen. Das heißt, mit ein bisschen Geschick können wir den Raum hier auch gut füllen. Und jetzt haben wir schon kein Geld mehr. Das ist ein Problem. Okay, dann... Bereiten wir uns schon mal darauf vor, einen großen
Kredit hier aufzunehmen, in der Hoffnung, dass das jetzt auf einmal nicht schief läuft. Und ich brauche hier noch eine Klimaanlage. Schick. Hat der Raum nicht? Ja, der hat ihn. Gut. So, jetzt können wir da auf jeden Fall wieder jemanden reinsetzen. Die Frage ist, yes. Da ist sogar jemand für bereit. So, hier ist ganz klar, genau wie mit dem Raum, da muss immer jemand da sein. Okay. Ja, das haben wir gewonnen, sehr schön. Damit bekommen wir das Geld, glaube ich, einfach nur wieder. Average Academic Exercise Assessment Score. Von 80? Das kriegen wir doch niemals hin. 70. Wo ich mich wieder frage, was ich dafür tun müsste, damit das besser aussieht. Ich will mal ganz kurz gucken. Ja, das ist alles noch nicht ideal. Na gut. Lief halt leider so ein kleines bisschen anders ab, aber... So geht das, glaube ich, immer noch in Ordnung. Wir könnten überlegen... Achso, wir haben keinen, der das kann. Ah, Security ist auch tatsächlich jetzt wieder hier. Upgrades. Hier vielleicht das zu machen, das könnte nochmal helfen. Selbst nur, wenn es für Leute ist, die Level 1 sind. Okay, dann lass uns das mal so ein kleines bisschen beschleunigen. Wir müssen auch irgendwann gucken. Achso, können wir jetzt eigentlich schon mal starten. Wir haben hier so ein paar Felder, weil ich es relativ lustig finde, dass man dann die Sportsfelder damit entfernt. 75.000, man würde da das so hinsetzen. So würde man das hinsetzen. Wollen wir, jetzt wo wir das Geld haben. Das Wichtige, als ich den ursprünglichen Versuch hier gestartet hatte, hatte ich sogar den mittleren Kredit nur genommen. Und da muss ich zugeben, der war irgendwann schon fast zu wenig. So, So, wenn ich den jetzt hier platziere, haben wir für die Zukunft schon mal ausgesorgt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, wenn ich denn wieder mal anfangen würde, richtig zu klicken, wir könnten jetzt schon mal die herausfordern. Level 8. Okay. Ich hatte das Problem, dass er ursprünglich nämlich nicht das gebacken bekommen hat, hin und her zu wechseln. So, ich hoffe einfach mal, wir haben Studenten, die mittlerweile Level 8 sind und auch bereit sind, das Ganze zu... Oh oh. Security Breach. Oh oh. War ich ein bisschen zu voreilig? Oh, und wir haben Minus gemacht. Oh oh. Ja, das nächste Jahr... Oh, die Smogley Salamanders wollen uns herausfordern. Und lass mich raten, wir haben dafür überhaupt keinen Platz. Oh, wir können es aber einfach verschieben. Okay. Ich denke, wir müssen aber trotzdem hingehen und einfach schon mal hier das nächste starten. Denn wir brauchen vermutlich mehr... Die große Frage, wie Jahr 3 aussehen würde, aber hey. Baut das schon mal. So, Leute treffen sich hier. Ich bin gespannt. Wer tritt denn an? Level 7, Level 7... Und Level 8. Okay. Das könnte eng werden. Ich kann die nicht mal anklicken, interessanterweise. So, jetzt bin ich natürlich gespannt zu sehen. Wie stellt ihr euch an? Der theoretisch ein Level... Oh, oh. Ist das eine Level tatsächlich? Was fehlt genug, um das nicht schaffen zu können? Oh boy. Im Endeffekt muss er eigentlich unser Werfer sein, weil er nämlich hier fast Level 9 ist. Aber interessant zu beobachten, denn... Ich hatte beim ersten Mal keine Probleme. Yes! Nice! Amazing! Okay. Weißbrot. You can do it. Oh, wir machen nur Minus auf einmal. Wow. Interessant, ich habe nämlich Sachen anders gemacht und meine Sachen besser. Weniger Leute... Die einzige Sache, die ich mache, ist das hier zu upgraden. Das heißt, ich habe einen von denen mehr. Oh, die haben schon wieder verfehlt. Nice, okay. Damit haben wir also das Ganze sicher gewonnen. Die Leute hauen auch jetzt schon langsam ab. Fahren nach Hause. Und das ist interessant zu beobachten. Der verlässt den Ring. Wow, schön. Okay, damit haben wir, glaube ich... Die damit auch schon besiegt. Das nächste Team ist auch schon gleich da. Shake, shake, shake.
Ja, schade ist natürlich, dass wir dafür nicht wirklich viel Geld machen. No one cares, richtig. So, die nächste Sache beginnt. Ich bin einfach mal so frei und werde das von nun an ignorieren. Ja, okay, 2000 und... Ey, das wäre schön, wenn wir das Geld kriegen könnten. Wie sieht es eigentlich hier aus? 2 zu, ja, 14, okay. Das sind doch schon mal ein Alke mehr. Weißt du was, ich will das aber nochmal woanders hinstellen. Okay, Ray Team hat es mal wieder nicht geschafft. Hier wird nebenbei... Ja, und zugucken wird auch belohnt. Achso, kann es sein, dadurch, dass... Es kann sein, dass die nur die werfen. Dementsprechend, der Witz ist schlichtweg einfach... Genau. Das ist Angriff, das ist Verteidigung. Was natürlich ulkig ist, warum dann die existieren. Weil dann könntest du auch halt Pylonen dahin stellen. Die haben eh keinen Einfluss darauf. Hex, ich mach Minus. So, ich hoffe, dass du mir hier nochmal mit 10.000 aushelfen kannst. Ernsthaft, was habe ich anders gemacht, dass ich auf einmal weniger bekomme? Oh, Cheeseball-Matches. Ha, ja, okay. Normalerweise startet es mit einem, aber durch die extra Sachen, die ich jetzt hier gespielt habe, sind wir gleich auf 5 hochgewandert. Ja, also wir kommen zum Ende des ersten Jahres. Sachen sind nicht so unbedingt verlaufen, wie ich es kennenlernen durfte. Ja, aber doch, wir haben insgesamt bessere Noten. Wow. Eindruckend. Sind wie angeblich Leute immer noch zu den Matches gehen, obwohl die schon vorbei sind. Oh, hey, wir machen Plus. Yay! So, wie sieht das denn hier jetzt aus? 74% nun, aber... gut, keine Awards. Also dafür sind wir immer noch zu schlecht. Uff, okay. Ja, ich würde sagen, das nächste Jahr. Wir werden einfach hingehen, hier, das braucht 2 weitere Lehrer. Das werden wir machen. 2 extra Lehrer, so teuer es ist, muss halt einfach gemacht werden. Aber wir bekommen ja extra Studenten. Dementsprechend, wir sagen auch mal ganz kurz, ganz bewusst, ihr macht nur das eine. So, wir müssen aber überlegen. Oh, wait, what? Ich dachte, das genau... What is this? Ich gehe mal davon aus, dass das Feld da in die Mitte passen würde. Nehmen wir mal ganz kurz. Cheesy Course. Now, das ganze Ding bitte, wie immer. Okay, man könnte, wenn man das wollte, darüber werfen. Das ist immerhin lustig, sagen wir es mal so. Aber... So, was brauchen wir? Wir brauchen einen Trainingsraum. Lass mich immer mal ganz kurz gucken. Wir brauchen irgendwann eine Student Union. Finde ich interessant, dass hier noch keiner nachgeschrien hatte. Wir brauchen... Training Room, Research Room. That's kinda it for now. Ich hätte ganz gern trotzdem noch ein größeres Gym, aber man kann natürlich trotzdem eisenhart überlegen, wenn wir ein neues Gym aufbauen wollten, das so richtig mega groß ist. Kann ja auch sein, dass wir das dann eh brauchen fürs nächste Jahr. Da würde sein, zu Jahr 2 und 2, 3 das brauchen. Wenn man einfach hier so einen Klotz hinwirft, der so richtig groß ist, wo von mir aus auch wirklich mal nur von einer Seite rankommt. Das würde vollkommen in Ordnung gehen, klar, dass man sagt, man kann hier nicht weiter laufen. Und dann muss man halt den ganzen Weg so herumlaufen, um dann hier an die Gebäude zu kommen. Dann könnte man nämlich auch das dann lustig bauen. Was ist jetzt hier das Problem? Oh, Leute warten da schon ohne Ende. Wow. Ach. Hatten wir keinen mit Private Tuition bisher eingestellt? Wer macht denn das aktuell? Könnte man das nicht irgendwo einsehen? Ach, boy. Also, es ist durchaus interessant zu sehen, wo ich weiterhin mir nicht sicher bin, warum... Doch, wir haben jemanden mit Private Tuition. Okay, also der ist aber nur nicht gerade da gewesen. Warum das letzte und jetzt auch dieses Level, dieser Campus, so viel schwerer sein soll als der andere, die anderen. Also, ich weiß nicht. Und sind das Cheeseball Challenge in 471 Tagen?
What? I don't know. Gut. Kommen wir für heute hier zum Ende. Es wurmt mich natürlich so ein bisschen, dass ich das jetzt hier so gesehen zweimal spielen musste und so gewisse Sachen, die ich vielleicht damals gesagt habe, vielleicht jetzt hier nicht erwähnt habe oder weniger überrascht dafür war oder ähnliches. Aber hey, wir können jetzt zum ersten Mal auf Marketing zurückgreifen. Hooray. Ich denke, vielleicht dann mit dem nächsten Teil, ja 2, wo genug Leute herumlaufen und wir nicht konstant Minus machen. Vielleicht könnte man wirklich irgendwann überlegen, Marketing einfach konstant bolzen zu lassen. In der Hoffnung, dass dann immer mehr Leute hinzugefügt werden. Aber für jetzt ist es trotzdem noch unangenehm, denn wir haben jetzt schon relativ viel Geld wieder ausgegeben. Hier müssen Sachen rein. Ja, also wir haben noch einiges vor. Das läuft alles noch nicht so rund. Wir müssen vermutlich auch gucken, dass wir dann einen zweiten Raum... Warum sind auf einmal so viele hier? Low Entertainment. Ernsthaft? Finde ich relativ lustig, dass Leute, die... Ich meine, okay, ja, vielleicht wollen nicht die Leute immer nur Sport machen, den sie hier verfolgen. Aber gut, dann müssen wir vielleicht in der Zukunft noch überlegen. Obwohl das ja dann eh eine Frage ist. Es ist ja nicht so, dass man sagt, das ist jetzt hier... Ich meine, es scheint ein Problem zu sein, genauso wie Energie aus irgendeinem Grund. Aber es ist nicht die Sache, dass sie jetzt sagen, oh, ich gehe jetzt einfach halt hier hin und spiele das da oder ähnliches. Sondern die haben jetzt ein Problem, wo sie extra Hilfe brauchen für. Gut, ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.